Und damit ein herzliches Willkommen zu der neuen Folge von der PES 20 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut unbedingt rechts an meinem i vorbei. Da haben wir einen Unentschieden geholt und einen starken Sieg. Jetzt geht's hier weiter, Pressekonferenz. Champions League steht heute an. Und zwar haben wir sogar eine Pressekonferenz mit Manuel Neuer, auch interessant. Champions League steht an und noch ein Bundesligaspiel. Und ich bin gespannt. Haben Sie leichtes Spiel in der Gruppe? Ich habe mir die Gruppe gar noch nicht angeschaut, keine Ahnung. Ja, wir sagen einfach mal, wir können die Gruppe gewinnen. Ja, das wird auch so der Fall sein, glaube ich. Ich habe mir die Gruppe nicht angeschaut. Ich weiß gar nicht, gegen wen wir jetzt spielen, gegen wen wir irgendwann später spielen. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall denke ich, dass wir das bestehen werden. So Leute, es geht in die Champions League rein. Ich habe nachgeguckt, wir spielen gegen Dynamo Kiew jetzt. Danach haben wir das Spiel, also jetzt nicht in der heutigen Folge, aber das nächste Champions League Spiel gegen Ajax und dann gegen Club Brügge. Also das sind die Mannschaften, die in unserer Gruppe eben sind. Ajax eine gute Mannschaft, Dynamo Kiew und Club Brügge sind ja jetzt auch nicht schlecht, kann man ja nicht sagen, aber für Bayern sollte das auf jeden Fall machbar sein. Und Ajax eigentlich auch. Von daher schauen wir einfach mal rein. Wir fangen jetzt direkt an und starten direkt rein. Let's go! Alaba. Und ja, ich weiß, den spricht man nicht so aus, aber das mache ich mit Absicht, denn das ist so ein Insider geworden. Da haben wir auch Merch dazu. Ich habe zum Beispiel auch gerade einen Teil des Insider-Merches an. Das darfst du nicht, T-Shirt. Man kann es gar nicht so richtig sehen hier auf der Kamera jetzt. Ja, könnt ihr gerne auch mal beim Shop vorbeischauen, wenn ich das nicht vergesse. Rechts in meinem i verlinkt. Ja, eine coole Sache von euch. Neuer Muster halten. Also wir kommen vorne nicht durch. Also wir kommen zwar nach vorne, das ist ja klar. Aber wir kommen halt nicht durch. Ne? Das verteidigen sie halt gut weg. Bisher zumindest. Und ab und zu kommen da mal so Konterstöße wie gerade eben. Ja, hoffen wir mal, dass keiner dieser Konterstöße reingeht und dass wir vorne dann auch mal eine Chance bekommen. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall einen Freistoß. Sehr nah dran, ich darf nicht zu arg drücken. Machen wir mal so ungefähr. Und das ist voll die Mauer. Und der Nachschuss, der war schon gefährlicher von Thiago. Jetzt Lewandowski. Ja, Kiew hält stark dagegen gegen die Bayern. Schlicht und weg einfach noch nicht genug, definitiv nicht. Da muss mehr kommen und auch gefährlicher müssen wir kommen, definitiv. Das ist echt krass, du drückst die halt nur rein. Ne? Du drückst sie nur rein, du hast ja nicht die Chance zu kontern, du kannst es nicht machen. Stopp! Ihr habt Lust auf ein Gewinnspiel? Rechts oben am i auf das Video draufklicken, euch anschauen und am besten teilnehmen. Würde mich echt mega freuen. Und jetzt geht's weiter. Let's go! Ja, jetzt gibt er mir gelb, okay, interessant. Bisschen übertrieben. Der hat bisher sehr wenig gepfiffen, der Schiedsrichter. Und dann direkt gelb, das ist ein bisschen crazy. Aber okay. Vielleicht haben wir dadurch jetzt die Chance zu kontern, wenn wir denn an den Ball kommen. Und das kommen wir. Wir kommen an den Ball. Komm, mach jetzt einen guten Angriff, Mike. Mach einen guten Angriff, Mike. Spiel den auf Lewandowski. Ja! Goretzka war's, nicht Lewandowski. Aber es ist doch scheißegal. Das ist das 1-0 in 61. Spielminute. Tor! Geh ich auf. Ah, richtig nice. Wechseln brauchen wir noch nicht. Endlich! Als hätte ich es gerochen. Jetzt ist hinten natürlich ein bisschen offen gewesen dadurch. Und dadurch führen wir jetzt 1-0. Und das ist so wichtig einfach. Also es ist echt, also wir müssen das natürlich ausbauen, das ist klar. Sonst geht es uns jetzt wie letzter Folge gegen Frankfurt. Aber das können wir bestimmt, das können wir. Weil sie jetzt auch probieren werden, den Ausgleich zu machen. Den hat er sich so schlecht vorgelegt. Die werden jetzt auch probieren, den Ausgleich zu machen. Und deswegen haben wir vielleicht die Chance, nochmal eins nachzulegen. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das wünsche. Aber hier sind wir schon mal durch. Und da ist er drin. Da ist es. 2-0. Nachgelegt, direkt. Und das ist so, so wichtig, dass wir das gemacht haben.
Denn wir haben uns so schwer getan. Das ganze Spiel, ich habe es schon oft gesagt, weiß nicht, was ich davon alles reinschneide, aber ich habe oft gemeckert. Wahnsinn, wie die wieder alles wegverteidigen, richtig hinten reinstellen, Bus parken, was nicht alles, nennt es, wie ihr es wollt. Ja, jetzt haben wir in der 61. den Bann gebrochen, in der 66. nachgelegt. So will ich das sehen, das ist gut. Und Kimmich, der am wenigsten Ausdauer hat, der geht jetzt raus. Pavard kommt für ihn rein. Und Gnabry. Und Müller. Und das passiert genau das, was ich vorhin gesagt habe. Die werden jetzt auch probieren. Ein Tor zu machen. Wir wechseln Coutinho auf rechts mal. Vielleicht können wir das tauschen, weiß ich noch nicht. Die werden jetzt auch probieren, was zu machen. Und dadurch haben wir ein paar mehr Chancen. Ein paar nur, aber wir haben sie. Und Pfosten Lewandowski. Aus dem ganzen Wirrwarr kam plötzlich ein Schuss. Und er kam von Lewandowski und er kam gut. Coutinho auf den Rücken von Lewandowski. Das war's. 2 zu 0. Es hat geklappt. Wir haben sie irgendwann aufbrechen können. Und zwei Tore gemacht und das reicht. Zwei Tore, drei Punkte. Geht in Ordnung. Ist absolut verdient. Ich hatte echt eine lange Zeit Angst, dass wir es nicht schaffen, sie aufzubrechen. Nicht die Tore machen können. Aber gut, ja, die Ergebnisse lese ich jetzt nicht alle vor, schaut sie euch an und genießt. In der Gruppe hat auf jeden Fall Ajax gewonnen und zwar 1-0 gegen Brügge. Und damit sind wir auf Platz 1 und Ajax auf Platz 2. So, Ulreich wollte, oder was weiß wollte, aber er hat glaube ich ein Vertragangebot bekommen von Werder Bremen. Und deswegen werde ich ihm jetzt einen neuen Vertrag anbieten. 3-Jahres-Vertrag, er kriegt auf jeden Fall ordentlich mehr Jahresgehalt. Dafür ist die Ablösesumme komplett raus. Wir machen mal 3 Millionen und hoffen, dass was geht. So, nächstes und letztes Spiel der heutigen Folge gegen Werder Bremen zu Hause. Ja, die Torhymne soll heute oft erklingen. Und deswegen starten wir auch mit einer absolut gehypten Mannschaft rein. Die haben richtig Bock. Habe ich vorher an den Balken gesehen und deswegen, an diesen Pfeilen. Und deswegen, werden wir das hoffentlich auch so auf dem Platz umsetzen können gegen Werder Bremen. Ich hoffe, dass die nicht den Bus parken. Normal ist Werder Bremen ja nicht so eine Busparkmannschaft. Normal, also ich will jetzt nichts sagen. Es ist ja hier auch PES und so, also es ist ja nicht wie in echt, aber schauen wir mal. Oh. Ja, bei solchen Mannschaften ist es halt immer nur die Frage, wann platzt dieser Knoten und dementsprechend kann man dann Tore erzielen und er platzt. Philippe Coutinho mit einem Kopfballtor. Der ist doch so klein, der Typ. Keine Ahnung, wie klein. Also so mega klein ist er jetzt nicht, aber er sieht hier zumindest in PES ziemlich klein im Vergleich zu den anderen aus. Und er macht ein Kopfballtor. Der Knoten ist schon mal geplatzt. Das ist schon mal gut. Hoffentlich drehen sie jetzt nicht mega auf, sondern lassen das immer noch sicher und ruhig angehen, die Bremer. Wollen sich nicht verunsichern lassen und deswegen verunsichern wir sie dann. Und da ist es. 2 zu 0. 18. Spielminute. Robert Lewandowski. Yes. Ja, so will ich das sehen gegen Bremen. So muss das sein und so soll es auch weitergehen. Schwierigkeitsgrad, wie gesagt, erhöht. Und man hat gesehen gegen Frankfurt und gegen Kiew absolut perfekt eigentlich eingestellt, ja. Gegen Kiew ein 2-0, absolut realistisch. Gegen Frankfurt 1-1 geht sogar noch mehr, würde ich sagen. Und deswegen braucht man darüber jetzt gar nicht groß nachdenken. Das passt auf jeden Fall so. Es ist halt in Anführungszeichen nur Bremen, die sich zwar in den letzten Jahren gesteigert haben, aber ja, wenn es läuft bei den Bayern, dann läuft es und dann läuft auch das Spiel gut. Oh, komm! Ah, das ist ja traurig. Gnabry mit einem Wahnsinnskopfball. Kimmich, den hauen wir drauf. Da wollte ich jetzt nicht mehr lang fackeln. Und da ist es. 3-0. 31. Spielminute Lewandowski. Ja, wir pressen schon die ganze Zeit. Das sieht man, das merkt man.
Und das hat man auch hier gesehen. Also die wissen gar nicht mehr, wie sie da rauskommen, spielen dann den Fehlpass, beziehungsweise ganz stark auch von Martinez. Und Lewandowski, der macht das eiskalt aus 13 Metern oder so, schlänzt er den da ganz locker in den Winkel rein, oder nicht ganz Winkel, aber war schon extrem, extrem cool gemacht von Lewandowski. Und das ist das 3-0 nach 31 Minuten. Martinez, 4-0. 36. Spielminute, 4-0. Ja, so will ich das sehen, Leute. Die Torhymne, ich hab sie gesagt. Ich hab's gesagt, sie wird heute erklingen ein paar Mal in Bremen, und so ist es auch. Nach 36 Minuten schon zum vierten Mal. So schmeckt das richtig, richtig gut. Und er schießt ihn einfach nur noch raus. Er wollte wahrscheinlich einen Zuschauer treffen, so aggressiv war er. 4-0 zur Halbzeit. Ja, das kann man machen, das kann man stehen lassen, so würde ich sagen. Und das ist das nächste. Gnabry, 5-0. Wir spielen auch ganz viel über Flanken. Das finde ich ziemlich cool, weil das in echt ja auch immer wieder der Fall ist und realistisch ist auch. 5-0 nach 50 Minuten, das fünfte Mal. Die Torhymne der Bayern, die neue. Mir hat die alte besser gefallen, und die alte, die hat mir am besten gefallen. Ja, und wie es immer ist in PES, kommen die Gegner wieder zurück. 5-1. Es ist immer so in PES. Ich weiß nicht, das einzige Mittel dagegen ist wirklich zu sagen, ich spiele den Ball hinten einfach nur noch rum. Aber das ist ja scheiße. Also mir ist das eine Gegentor jetzt egal, falls es ein zweites gibt auch. Denn ich will einfach weiter nach vorne spielen. Ich will ein bisschen Spaß haben. Vielleicht noch das eine oder andere Mal ein Tor sehen, falls es denn klappt. Und deswegen spiele ich da jetzt nicht mega auf sicher. Ach, Coutinho. Dann ist es immer so. Wenn man nicht auf sicher spielt, dann ist es immer so. Und selbst wenn man auf sicher spielt, ist es ja manchmal so. Also von daher. Ah. Gut, Leute, das war's. 5-1. Wir schauen, ob es noch eine Sequenz gibt. Ansonsten sind wir dann schon am Ende der heutigen Folge. Die Ergebnisse werden noch kurz vorgelesen. Leverkusen gegen Frankfurt 3-0, Gladbach gegen Mainz 0-1, Schalke verliert zu Hause gegen Wolfsburg mit 0-1 und Paderborn ebenfalls gegen Leipzig. Augsburg, Hoffenheim 1-1, Köln und Union Berlin teilen sich die Punkte. Berlin gewinnt gegen Dortmund mit 1-0 und Düsseldorf gewinnt gegen Freiburg mit 3-0. Die Tabelle sieht dementsprechend so aus, dass wir erster Platz sind und Verfolger direkt Hoffenheim und Wolfsburg, die haben nämlich genauso viele Punkte wie wir. Tordifferenz dementsprechend extrem gut. Wenn wir zweimal 5-1 gewonnen haben, kann man das auf jeden Fall mal machen. Und ansonsten, ja, das ist da noch nichts so wirklich, das sagt ja noch gar nichts aus. Da haben wir noch ordentlich Zeit, bis wir da erstmal wirklich dann auf die Tabelle blicken können. So, jetzt würde ich mich dann verabschieden und dann sehen wir uns in der nächsten Folge gegen Mainz und Wolfsburg, gegen den direkten Konkurrenten ja sogar schon quasi. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und schaut auf jeden Fall beim nächsten Video wieder vorbei. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.